Fabrice Leroy, seit wenigen Monaten Oldtimer-Vermieter in Cascais, erwartet Tillmann nicht mit einem Baby-Ferrari-Dino, sondern einem Fiat-Dino Spider. Die Ähnlichkeit ist aber kein Zufall, sie liegt in den Genen. Tillmann ist nach gut 2500 gefahrenen Kilometern am Südwestzipfel Europas angekommen. Am Wahrzeichen Cascais, der alten Zitadelle, hat er sich stilecht mit Fabrice verabredet. Ja, genau, ich bin bereit. Wie sieht's mit dir aus? Boah, ich weiß nicht so genau. Du arbeitest schon an deinem Motor. Tunst du ihn noch ein wenig? Ja, ich hab da so meine Tricks. Ah, was hast du gemacht? Weißt du, es ist ein Italiener, der braucht etwas Aufmerksamkeit. Das ist ein sehr kompakter Motor, ich denke. Und ich befürchte, du wirst schneller sein als ich. Ja klar, mit einem Fahrzeug aus Italien bist du immer schneller. Aber du weißt nie, für wie lange. Der Motor ist tatsächlich das erstaunlichste Feature an dem Auto. Ein echter Formel-1-Motor. Ja, und die Beschleunigung beträgt 6,8 Sekunden von 0 auf 60 Meilen. Damit kann ich nicht konkurrieren, obwohl mein Motor größer ist, aber meiner ist viel zu schwer. Heute ist eine Parade, aber vor dem Rennen müssen wir einen echten Le Mans-Start hinlegen. Ein Le Mans-Start? Ja, absolut. Öffne deine Autotür. Das heißt, wir rennen zum Auto, starten den Motor und ab geht's? Ja, genau. Oder du machst es wie Jackie und läufst zu deinem Wagen. Nach geglücktem Le Mans-Start geht es zur Rennstrecke, dem nahegelegenen Rennkurs von Estoril, einer der schlafenden Schönheiten unter den Rennstrecken. Traumhaft am Fuße des Sintra-Nationalparks gelegen, wurde hier Formel-1-Geschichte geschrieben. Schließlich gewann Rennsport-Ikone Ayrton Senna auf diesem Kurs sein erstes und der kürzlich verstorbene Niki Lauda sein letztes Formel-1-Rennen. Ein wahrer Wallfahrtsort für Fans also. Heute gastiert die Formel 1 hier nicht mehr. Dennoch lebt die Strecke als Rennkurs weiter, zum Beispiel in der Porsche GT3-Serie. Die heutige Direktorin der Strecke kennt jedes Detail des Streckenverlaufs und kann Tillmann genau sagen, wo es wie lang geht. Wie lang ist die Rennstrecke? 4,18 Kilometer. Es ist ein FIA-Kurs, Grad 1, also das höchste Level, das die FIA vergibt. Und wie lange brauchen die GT3? Wie lange brauchen die für eine Runde? Ich weiß nicht, wie schnell die heute unterwegs sind, aber der Rundenrekord liegt so bei 1,14. Ja, vor allem, wenn man sich die Kurven anschaut. Diese Kurve hier hat nur einen Grad 3. Nicht alle Rennwagen dürfen hier fahren. Es ist eine sehr schnelle Kurve ohne Auslauf. Auch wenn die im Rennkurs verbliebenen Kurven den heute vorgeschriebenen Auslauf haben, sollte man, wenn möglich, auf der Strecke bleiben. Die richtigen Reifen sind da mal wichtigste Voraussetzung. Tillmann hat ein wenig Respekt vor seinem Fun Race bekommen und will erstmal seine Reifen überprüfen lassen. Wie schnell kann er denn mit seinen Straßenpneus auf der Rennstrecke fahren, ohne aus den Kurven zu fliegen? Gut, dass Tillmann Schlappen des Reifenpartners der GT3-Serie aufgezogen hat. Der ist nämlich vor Ort und das gibt Tillmann dann doch schon mal ein besseres Gefühl. Obwohl, mit den Rennreifen der GT3s haben seine Straßenreifen natürlich nichts gemein. Tillmann weiß nun, was mit seinen Reifen auf dieser Strecke geht, wo sein Limit ist. Trotzdem ist ihm doch noch immer ein wenig mulmig. Ein Besuch beim Rennleiter in der Race Control kann da vielleicht helfen. Ah, das ist eine fortführende Strecke. Ah. Präzise wird hier jeder Winkel der Rennstrecke überwacht, um im Notfall schnell vor Ort zu sein. Dann wird es ernst. Der Rennleiter bringt die beiden PS-Matadoren zu ihren Fahrzeugen, vorbei an der Boxengasse, wo gerade die Fahrer des GT3 Cups ihren Boliden entsteigen. Tillmann ist beeindruckt. Wow, die Jungs sind aber jung. Ja, absolut. Dann aber ist es endlich soweit. Tillmanns erstes Race. Hello, ladies and gentlemen, this
This is Billy McCluskey reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Tillmann legt sich mächtig ins Zeug. In jeder Kurve geht er mit dem ganzen Körper mit, was natürlich auch an der fehlenden Stabilität der Couchsessel in seinem Paradecabrio liegt. Zeigt sich schnell, der leichtere Sechszylinder des Dino hat klare Vorteile, besonders in den Kurven. Und das, obwohl der Fiat seinen Motor auch vorn verbaut hat und anders als sein Rennsportbruder, der Ferrari Dino 246 GT, keinen Mittelmotor hat. Der Ferrari Dino war ab 1969 der erste Ferrari mit Mittelmotor und setzte Maßstäbe. Tillmann indes genießt das Rennen und die Aussicht. Meistens auf das wunderschöne Heck des vor ihm fahrenden Pininfarina Spider. Zum Ende des Rennens zeigt sich Größe. Wer das ganze Rennen überführt, weiß um seine wahre Überlegenheit und lässt dem Gast die Vorfahrt auf der Ziellinie. Wohlwissend, dass für beide dieses Rennen unter Gentlemen unvergessen bleiben wird.